Also ich denke, da müssen wir Studien machen. Für die frühen Tumorstadien gibt es im Moment keine Datenlage, die das rechtfertigt. Es gibt da ja ganz interessante Daten zu von der Lacouraille-Gruppe, die sind jetzt auch schon in ein paar Jahre her. Bei den Franzosen wird ja relativ viel mit aufwendigen Teilresektionsverfahren gearbeitet. Und die haben ja häufig kombiniert bei fortgeschrittenen T2 und T3 eben auch mit so einer Induktionschemotherapie. Die haben ja eine reine Induktion mit Platin gemacht. Und die haben ja auch Daten publiziert von den Patienten, die die Induktion gemacht haben und dann gesagt haben, nö, ich will mich jetzt nicht weiter behandeln lassen. Und erstaunlicherweise haben ja einige davon ziemlich lange überlebt oder sehr gute Überlebenszeiten. Also das zeigt einfach nur, das könnte was sein, aber ich denke, wir haben im Moment haben wir einfach für eine T2-Situation, haben wir einfach, denke ich, im Moment gute Lösungen zu bieten. Also wir haben da nicht so, wie bei den Fortschritten, sehe ich jetzt nicht so den Bedarf. Ja. Beim T2-Larynx, gerade da haben wir gute Konzepte.